meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Spiel Borderlands 4. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zurück bei mir, dem einzig wahren. Ja. Kurzen Überblick, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben da hinten beim Friedhof Viecher abgeschlachtet. In der Nachbearbeitung habe ich gesehen, dass ich zum einen da Leben kaufen kann, was mir im Nachhinein was gebracht hätte. Und ich kann ja auch Schilde kaufen. Davon kann ich aber, glaube ich, ist wahrscheinlich keinen einzigen leisten. Nee, kann ich auch nicht. Aber was ich machen kann, weg, weg, weg. Ja, und die finde ich eh kacke. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Geld. Könnte mir natürlich Medizin kaufen oder das Angebot des Tages. Könnte ich vielleicht sogar gebrauchen. Komm jederzeit wieder vorbei. Und was ich halt auch noch gesehen hatte, das nehme ich mir erst. Oh. Ich habe jetzt auch meine Granate. Ja, da unten, da sehe ich es. Ich habe eine Granate. Die würde ich auch gerne ausprobieren, egal ob ich was treffe. Ah, okay, der schießt die auf einmal von alleine. Den Vogel treffe ich damit nie im Leben. Ich will jetzt aber auch meine Sniper-Muni nicht verschwenden, weil davon habe ich nicht mehr so viel. Und ich habe halt in der Nachbearbeitung gesehen, das was ich jetzt auch sagen wollte eigentlich, dass hier auch irgendwas sein soll. Ja, da. Weil ich hatte in der Nachbearbeitung die Karte gesehen und gesehen, dass hier noch ein Automat steht. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Ich stelle mich mal anders hin, damit ich das besser sehen kann. So. Okay, ein Scan brauche ich nicht bedingt. Ich brauche was, um genau zu schießen. Feuer so schnell, wie du abdrücken kannst. Wartet mal, die Sniper will ich ja nicht hergeben. Ich gucke mal nach einer besseren Waffe als die hier. Es ist das immer umstellt. Die wäre auf jeden Fall in allen Punkten, vor allen Dingen in Genauigkeit, besser als die, die ich jetzt habe. Und vor allen Dingen, die würde ja, je nachdem wie schnell ich abdrücke, schießen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall für mich persönlich besser. Deswegen würde ich diese Waffe jetzt kaufen und die, die ich gerade ausgerüstet habe, also die hier, mal eben kurz verkaufen. Ich suche gerade das Inventar. Da. So, das nehmen. Dahin. Bevor ich die verkaufe, natürlich mal ausprobieren. Ja, damit komme ich relativ gut zurecht. Ja, das gefällt mir schon besser als das, was ich vorher hatte. Weg damit. Ja. Ich freue mich schon, bis ich meinen ersten Raketenwerfer habe. Kann ich da jetzt noch durchgucken? Ich kann das benutzen. Okay, ich kann jetzt nicht speziell irgendwie rumscrollen, aber ich konnte mal zumindest das Gebiet da hinten angucken. So, jetzt muss ich noch einen Teich säubern. Ich mache erst die Nebenmission, bevor ich weiterziehe. Und ich ziehe jetzt mal eben kurz meinen Kopfhörer zurecht, so. Ich will ja auch was anständig hören. Ihr sagt mir hier, wahrscheinlich da unten, ne? So, bin unten. Wow, bist du genau. Deutlich genauer als meine alte Waffe. Da stehe ich nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen versetzt, oder? Ich bin gewachsen. Ja. Abgeschlossen. Ich gucke noch. Okay, hier ist nichts mehr. Nachladen. Natürlich noch einsammeln, was sich einsammeln lässt. Vielleicht habe ich ja gleich einen Sniper-Munis drunter. Oh, eine Waffe.
Kann ich zur Not verkaufen. Oh, da liegt noch eine. Verursacht Explosivschaden. Also meine ist aber in allen Punkten besser, außer vielleicht mit dem Explosivding. Kann ich mich eigentlich auch... Nee, ich kann mich nicht da hochporten. Schade, wäre schön gewesen. Wäre eine tolle Art der Abkürzung. Wir merken uns, ich kann mich nach unten porten, aber ich kann nicht andersrum. Da ist irgendwas Grünes gedroppt. Das ist wieder so eine, ich schieße so lange, bis ich treffe kann. Also ich schieße die Dinge auf jeden Fall, wenn ich kann, alle kaputt. Okay, da war Sniper-Muni. Die erkenne ich. Das ist nämlich meine Lieblingswaffe. Oh, ich merke gerade, für die Pistole habe ich aber mal richtig viel Schuss. Wie steht es denn mit der Sniper? Okay, davon habe ich jetzt gerade 23. Ja, ich kassiere mal meine Belohnung. So langsam wie möglich sterben, ja? Er ist wirklich ein Mistkerl. Ich weiß nicht, warum alles so versetzt ist. Siehst du meinen Hut? Der Hut eines Gentlemans. Ich sehe es, aber ich bin irgendwie weiter oben. Ein Moment, Leute, ich gehe mal kurz in die Option und gucke mal nach. Schwäche einen Bullymong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten den Rest. So Leute, ich habe meine Kamera jetzt wieder richtig gesetzt. Ich kann die Mission gerade nicht richtig lesen, deswegen gehe ich mal lieber hier drüber. Okay, die verfolge ich gerade. Bullymong. Ich muss den Aufzug benutzen. Nehmen wir erstmal Claptrap. Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Abgeschossen. Das ist aber auf jeden Fall die Story-Mission. Ich gehe immer erst nach den Nebenmissionen. Okay. Ja, ich habe es verstanden. Ja, ich habe es verstanden, Clappy. Halt die Klappe, bitte. Irgendwann fängst du an zu nerven. Ach, was mir gerade noch einfällt. Okay, hatte keinen Clap, keinen Token. Erstmal alles einsammeln, was einsammelbar ist. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss einen riesen Bogen laufen. Okay. Dann gucken wir mal erstmal die andere. Du hast die Haare schön. Das ist sogar noch weiter weg. Dann folgen wir erstmal Claptrap. Zack, zack, zack. Einmal kurz meine... Genau. Das ist mein VR-Set richten. Da unten ist Clappy. Ja. Danke. Diese Brettchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag, Joa? Ach, Clappy, geh aus dem Weg. Ich will auf den da unten zielen. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, ja? Vorher liegen ja, meine Gun. Ich hab's mal mit der Granate versucht. Ich treffe ihn nicht. Jetzt habe ich getroffen. Wieso ist ein Rekorder? Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, gehijackt. Ich bin nach hinten. Und ja, ich weiß, dass da gerade mal eine Knarre in meiner eigenen Fresse war. Boah, ich glaube, ich gehe einfach richtig nah ran. Bam, 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 bam. Sie war Lieutenant bei den Chris Raiders, dem Anti-Hype-Raider der Stadt.
Irgendwann lerne ich treffen. Und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Bam, 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 bam. Danke fürs Umfallen. Okay, wenn ich wüsste, wie würde ich mich ducken? Aber ich kann mich ja zumindest... Clippy, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Erwartet. Ich versuche mich gerade so zu stellen, dass ich mich so um die Ecke legen kann. Zack, 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 zack. Hallo, da liegt was. Ah! Interessiert mich doch nicht, die haben sie erst geschossen. Genau. Du hast es verstanden, Kleptel. Hat ein paar Sekunden gedauert, aber du hast es verstanden. Scheiß auf die Typ. Oh, das war rot. Nein. Definitiv nicht. Fünffacher Waffenzoom. Was bringt mir das? Ich kann doch gar nicht durch den Zoom gucken, oder nicht? Oder kann ich das nur, wenn da Zoom draufsteht? Einen Moment, will ich ausprobieren. Ah, guck mal, ich kann auf den linken Taste drücken, dann kann ich zumindest davon den Zoom sehen. Und das ist wirklich genau. Wie schnell schießt die denn? Okay, die Waffe finde ich besser als die davor. Au. Ich habe mich selber hochgejagt. Das war eine Glanzleistung. Das war auch total beabsichtigt. Nein, war es nicht. Habe ich nicht gerade eben hier so ein Ding eingesammelt dafür? Okay, das war auch... Ach nee, da hinten liegt es noch. Hätte ein bisschen mehr Kapazität. Ich habe einfach nur was mit meinen Augen schon wieder gehabt. Rappi, ich folge dir mal. Oh. Was sehen denn meine Äuglein da? Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen. Okay. Wie pubertär. Wie wär's mit Aschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Ich liebe den Humor von dem Spiel. Warte mal, hat mein Sniper-Visier auch so ein Ding? Ah, jetzt sehe ich, meine Sniper kann auch sowas. Okay, gut zu wissen. Boah, ist der Zoom gut. Ich kann bis zu der Hyperion hochgucken. Ich sehe im Übrigen wirklich nie die Uhrzeit. Sollte die Aufnahme länger als 20 Minuten gehen, teile ich es einfach in zwei Folgen. Komm, jetzt will ich einmal einen Headshot geben. Habe ich einen Headshot gegeben? Ich weiß es nicht. Hat so rumgehüpft. Ich habe aber auf jeden Fall getroffen. Wartet mal. Wozu habe ich eine andere Waffe? Sprengt mal euch bitte in die Luft. Die gefällt mir. Jetzt schieß doch! Granate! Ah! Ich weiß nicht, was das beeinflusst, ob die hochfliegt oder geradeaus fliegt, weil gerade flog die kurz gerade über den Boden. Boah, jetzt verreckt doch! Danke! Was? Er lebt doch! Danke. Nein. Du bist vieles vielleicht, aber definitiv nicht cool. Was sagt man dazu? Bang!
Ich werde immer besser mit dem Treffen. Irgendwann treffe ich nur noch. Liegt hier oben noch irgendwas, das ich haben will? Da ist zumindest eine Kiste, die will ich haben. Da liegt doch eine Waffe drin, die kann ich verkaufen. Aber jetzt gerade habe ich ja meine beiden Optimum-Waffen gefunden. Einmal die Sniper und diese komische Explosivmaschinengun. Warte mal, ich will mal gucken, treffe ich die... Oh. Ja, ich muss die Waffe wechseln, die ist leer. Handgun. Das hier ist die. Ich würde sie ja gerne weiter benutzen, aber die eine war leer. Wie viel habe ich denn noch bei der Sniper? Ja, auch nicht mehr so viel. So, einmal. Ich würde gerne einmal runter. Da ist auch noch eine Kiste. Was ist. Och, nur Geld. Das klingt jetzt so bescheuert, aber ich finde lieber Waffen anstatt Geld. Ja, öffne dich. Granatis. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich vielleicht haben will? Vielleicht da vorne? Ich kann mich nicht hochporten, das habe ich schon rausgefunden. Erst dahin, dann dahin und ich will auf jeden Fall nochmal da lang, weil hinten steht eine Kiste. Leute, ich nehme alles mit, was ich finden kann. Das ist aber echt wenig Muni für die Sniper gewesen. Oh, hätte ich jetzt nicht nach hinten geguckt, ne? 6 Munition pro Ding, okay. Ist da hinten zufällig einer? Okay, da hinten sehe ich keinen. Ich sehe eine Flagge aber rumwedeln. Wieso ist er jetzt so darunter geklettert? Das hat er sonst nie gemacht. Wie lange hast du denn gebraucht, um ein Tor zu öffnen? Ich weiß, ihr seht meinen Gesichtsausdruck nicht, ne? Aber ich war gerade verstört. Sag hallo. Arschgaul sagt hallo. Ich wollte ihm die Granate wegnehmen. Der hat sich einfach selbst in die Luft gejagt, der Tod. Sag mal, habt ihr eigentlich komplett schon den Verstand verloren? Ja, ich komme gleich. Erst die wichtigen Dinge im Leben. Oh, kann ich den Knopf da drücken? Das ist Bum Bum. Oh. Scheiße, ich habe schon wieder meine Kopfhörer rausgehauen. Okay. Ich habe das Gefühl, meine Sniper wird mir jetzt richtig nützlich sein. Ja, die wird mir definitiv nützlich sein, nachdem ich geflüchtet bin. Okay. Ich schieße erstmal dich kaputt. Na gut, dann haue ich ihn ab. Ah, oh Gott. Hat er mich überhaupt schon getroffen? Jetzt mal ernst. Okay, jetzt hat er auf jeden Fall getroffen. Boah, der trifft auf jeden Fall bei Weitem genauer als ich. Boah, jetzt porte dich doch. Ich erhoffe, mir die ganze Zeit Munition zu finden. Okay, hier trifft er mich auf jeden Fall nicht. Wenn ich jetzt nur noch ein kleines Stück vorwärts dahin komme, dann kann ich auch so um die Ecke liegen. Zuerst den da oben. Oder ich hole mir erstmal den, der direkt neben mir steht. Ja genau, bleib so stehen, bleib so stehen.
Zumindest bis mein Schild sich auf... Och, warum finde ich keine Heilung? Ja, Kleppi, du hast Angst, ne? Oh, da war sie. Jetzt verreck! Okay, der eine ist tot. Direkt alles mitnehmen und wieder in Deckung gehen. Und soweit ich das gesehen habe, habe ich gerade Granaten bekommen. Boah, freu ich mich, wenn ich beidhändig schießen kann. Ah, hier, Granaten. Verursacht eine Standardexplosion und was steht bei meiner? Schaden hängt vom Level des Spielers ab. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Die hat einen deutlich höheren Explosionsradius, 1100. Und wie viel? Dafür hat die hier aber auch wesentlich mehr Granatenschaden, glaube ich. Ich benutze mal die hier. Drei habe ich zur Verfügung. Boah, mein erster Bosskampf im VR, also mein richtiger. Ach, da kommt schon wieder so ein Spasti. Danke fürs Geld. Ich dachte kurz, das wäre eine Spritze. Wartet, ich warte kurz. Okay. Ich taste mich hier so langsam vor. Weil der Typ, der nimmt mich auseinander. Treff ich? Ein bisschen höher. Okay, ich habe wieder zwei Granaten. Mein Leben ist zum Kotzen momentan. Die haben immer noch einen Knall. Ich gucke gerade, ob ihr das auch sehen könnt. Ich weiß ja mittlerweile, dass ihr nur meine rechte Sicht seht. Ich habe von irgendwoher einen Skillpunkt bekommen. Den benutze ich natürlich. Oh, ich kann einen Feind in einer anderen Dimension einschließen. Ich mache meine Feuerrate höher. Oh, geil! Seht ihr das? Boah, ich muss das noch treffen lernen. Dich nehme ich mit! Ich habe ihn runtergeballert. Jetzt hole ich mir deinen Schädel. Als ob ich euch an mich ranlasse. Wo ist der hingeflüchtet? Da. Ah. Ich klopp die einfach nur noch. Ich sehe doch deine fette Hürde. Ihr nervt. So, da ist die Hirse drauf. Boah. Ich habe mich irgendwie hochgeportet. Und komme jetzt nicht mehr runter. Das ist mein aufregender Bosskampf. Triff! Danke! Sieht aus, als hätte er einen Granatenmund ausgespuckt. Reißen wir unter den Nagel!
hab gesehen, dass da ein Granatenmod war. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt was Altes wegwerfen. Weil ich würde schon gern verschiedene Granaten wegnehmen. Das... Wie kann ich das wegwerfen? Ah, mit Dreieck. Das mitnehmen. Dann gucke ich jetzt mal, welche Granaten die besten sind. So. Nee. Also die sind auf jeden Fall besser als meine jetzigen. Ja, dann nehme ich die hier. Die haben noch die besten Werte momentan. Oder ist eine noch bessere? Nee, das ist die beste, die ich habe. Okay, was ist mit dem Schild? Ich sollte den Schild hier nehmen. Der hat deutlich mehr Kapazität, auch wenn der ein bisschen länger zum Laden braucht. Ja, Leute, ich würde sagen, hier bin ich die jetzige Folge. Ich nehme jetzt noch eine weitere auf, weil jetzt gerade fühle ich mich gerade gut in der Lage dazu. Nach Möglichkeit würde ich aber, bevor ich die nächste Folge anfange, erstmal nochmal zurückgehen und den ganzen Schrott, den ich da habe, verkaufen. Nach Möglichkeit. Aber an dieser Stelle sage ich dann jetzt Tschüss und bis dann.